Also Schlimmeres verhindern, daran arbeiten momentan sehr viele Menschen auf unterschiedlichen Ebenen. Wir bleiben auf dem politischen Parkett. Mit einem von Ihnen bin ich nämlich jetzt verbunden, Erwin Rüddel. Er ist von der CDU Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Gesundheitsausschuss. Ich grüße Sie. Guten Tag. Ja, als Info vielleicht vorweg noch zum Gesundheitsausschuss. Haben Sie vielleicht mitbekommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da sollte wie etwa auch im Innenausschuss die AfD den Vorsitz übernehmen. Die Vertreter wurden aber nicht gewählt, erhielten also nicht die erforderliche Mehrheit. Insofern ist auch der Vorsitz im Gesundheitsausschuss aktuell vakant bislang. Und deswegen erkläre ich das so ausschweifend, war das Ihre Aufgabe. Ich freue mich also, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Herr Rüddel, Sie haben sich ja gestern auch zu einer Sondersitzung getroffen. Was haben Sie besprochen? Ja, wir haben die Situation, die aktuelle, durchgesprochen und welche Maßnahmen umgesetzt werden können und natürlich auch die Möglichkeiten von Einschränkungen, aber auch die Perspektiven, was eine Impfpflicht angeht. Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt, wenn ich richtig informiert war, war das um die Mittagszeit 13 Uhr, die Stellungnahme des RKI schon vorliegen? Die Stellungnahme hatten wir noch nicht vorliegen. Wir sind also letztendlich aus einer Sitzung des Gesundheitsarbeitsgruppe direkt in den Gesundheitsausschuss, der um 12 Uhr dann begonnen hat. Aber letztendlich ist uns die Dramatik der Situation schon bewusst. Wenn wir jetzt mal auf die neuen Vereinbarungen schauen, die gestern verabschiedet wurden, bringen die was, um jetzt vor die Lage zu kommen aus Ihrer Sicht? Also wir müssen alles tun, damit wir vor die Lage kommen, wobei die Vergangenheit gezeigt hat, dass das also in der kalten Jahreszeit sehr schwierig ist. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir möglichst schnell Kontakteinschränkungen haben, ob das jetzt über Weihnachten freiwillig ist oder dass wir für Ungeimpfte entsprechend einen Lockdown haben praktisch und Kontakteinschränkungen dann für die, die zweimal oder dreimal geimpft sind, wobei die, die dreimal geimpft sind, sind eigentlich auch gegenüber der neuen Variante Omikron weitestgehend geschützt. Aber da muss ich nachfragen, Sie sagen möglichst schnell, ich höre das sehr oft, möglichst schnell dieser Tage aus unterschiedlichen Quellen, möglichst schnell bedeutet dann aber offenbar in einer Woche. Also der neue Gesundheitsminister hat ja empfohlen, dass ein Expertenbeirat gegründet wird aus Wissenschaftlern. Und im Koalitionsvertrag steht, dass das RKI unabhängiger werden soll. Und letztendlich werden jetzt die Entscheidungen und Meldungen des RKI kritisiert und die Empfehlungen des Expertenbeirates relativ spät umgesetzt. Also ich habe ein gewisses Verständnis, dass man also diese Kontakteinschränkungen nicht vor Weihnachten oder über Weihnachten umsetzen will. Und ich setze da auch auf die Freiwilligkeit und die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, nur die Kontakte über Weihnachten zu pflegen, die also dringend notwendig sind, die man für das Zusammenleben in der Familie dann auch gerne hätte. Aber das Wichtigste ist, jetzt Vorsicht gelten zu lassen und dann halt nach Weihnachten, vor Silvester entsprechende Kontaktbeschränkungen dann etwas konsequenter umzusetzen. Schauen wir zum Abschluss noch mal ein Stück weit in die Zukunft. Mittlerweile hat auch der Ethikrat sich ja für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Wie sehen Sie das? Und vielleicht können Sie uns erklären, wie könnte dann das Prozedere vonstatten gehen im Bundestag dann auch im Hinblick auf eine schnelle Umsetzung? Also die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht wird uns jetzt bei der vierten Welle nicht helfen. Das ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss, um präventiv die fünfte oder sechste Welle zu brechen. Deshalb sollte man das jetzt nicht über dem Knie zerbrechen, wie man an die allgemeine Impfpflicht herangeht. Ich persönlich bin der Meinung,
dass wir noch viele Möglichkeiten haben, bevor wir also eine allgemeine Impfpflicht umsetzen müssen. Ich habe vor einigen Wochen im Bundestag empfohlen, die institutionsbezogene Impfpflicht von der Pflege auch auf Schule, Kita auszuweiten. Man könnte sich auch vorstellen, dass man das ausweitet auf kritische Infrastruktur, auf Verwaltungen, die also der Bürger unbedingt braucht. Und man kann sich auch vorstellen, eine personenbezogene Impfpflicht für Altersgruppen über 60 oder über 70, die also besonders vulnerabel sind. Also ich denke, man sollte da jetzt nicht voreilig eine allgemeine Impfpflicht diskutieren. Diskutieren kann man sie, aber beschließen, weil es halt nicht hilft jetzt in der vierten Welle. Und man muss das also sehr sorgsam abwägen. Ich bin der Meinung, man kann hier in einem gewisserweise gestuften Verfahren nach vorne gehen. Und da gibt es also, wie gesagt, viele Möglichkeiten, bevor man also eigentlich als einziges Land auf dieser Erde eine generelle allgemeine Impfpflicht verfügt. Erwin Rüttel war das. Sie sind im Gesundheitsausschuss in dieser Legislaturperiode besonders gefordert gewesen, waren aber auch besonders fleißig, möchte ich an dieser Stelle gerne mal sagen. Über 180 Sitzungen haben Sie abgehalten. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Weihnachtszeit und sage danke für das Gespräch. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.